Hallo und herzlich willkommen bei AGT Multigaming. Mein Name ist Tomcat und heute wieder ein Let's Play des Euro Truck Simulator 2. Heute etwas kürzer, diese Folge, weil wir uns in dieser Folge nur in Anführungsstrichen unseren ersten eigenen LKW kaufen. Dazu brauchen wir einmal dieses Geld. Dann gehen wir zur Weltkarte. Oh, nein, das war falsch. Wir klicken direkt hier drauf, auf LKW kaufen. Da ist unser Volvo-Händler. Den wollen wir besuchen. Und da stehen sie auch, unsere Lieblinge. So, dann wollen wir mal schauen, was wir uns leisten können. Den könnten wir uns leisten. 99.310 kostet er ohne Sonderausstattung. Was kostet der neue FH? 101.000. 460 PS. 540 PS. Der ist schon zu teuer mit 139.000. Verfügbar ab Level 10, ab Level 16, Level 14, soweit sind wir ja noch nicht. Tja, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich entscheide mich dann doch für den neueren. Wir werden mal schauen, Ausführung ändern, eventuell einen größeren Motor. Andere Kabine geht auch nicht, anderes Getriebe. 108.000 geht auch noch, 116 haben wir. Ich möchte nicht das ganze Geld für den LKW ausgeben, damit wir noch ein bisschen Spielraum haben. Einfach für eventuelle Reparaturen oder sonstiges. Ich würde ihn in Schwarz nehmen wollen. Bei den Reifen, ja, wir können uns sowieso noch nicht so viel kaufen. Wir müssen erst die ganzen Sachen freischalten. Dann nehme ich den langen. Ja. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich... Nee, das werden wir uns erst im Laufe des Let's Plays zulegen. Ich denke, so sind wir schon mal gut gerüstet. 460 PS sollte reichen für unsere ersten Aufträge. Schwerlasten. Kommen wir jetzt eh noch keine. Bei den Bergen werden wir natürlich ein bisschen Geschwindigkeit verlieren, aber ich denke, dass der LKW so gut gerüstet ist. Mir gefällt er einfach besser wie das ältere Modell. Vielleicht ist er auch ein bisschen effizienter, dass wir genau. So sieht er noch ganz schick aus. Einen dunklen Braun. 108.000. Hätten wir noch 8.000 übrig. Ich denke, das ist eine gute Investition. Und wir können ihn noch weiter aufrüsten. Ziel ist es jetzt natürlich am Anfang,
den Bankkredit so schnell wie möglich zurückzubezahlen. Was wir, denke ich, auch schaffen werden. Hier ist unsere kleine Garage, die für den Anfang auch ausreicht. Da steht unser schicker neuer LKW. Und jetzt sind wir bereit für den Multiplayer und für die großen Aufgaben. So, dann werden wir direkt den LKW auch in die Garage stellen. Wie sich das gehört. So. Genau. Ach, das sieht doch sehr schick aus. Lichthupe. Wunderbar. Mit der Zeit werden wir den natürlich auch noch aufrüsten. Größeren Motor, Dreiachser und diverse Anbauten werden folgen. Das soll's für diese Folge gewesen sein, der LKW-Kauf. In der nächsten Folge sehen wir uns dann im Multiplayer. Wir werden Sprit sparen, natürlich. LKW aus. Genau. Das soll es gewesen sein von mir für heute. Nächste Folge im Multiplayer mit eigenem LKW und eigenen Aufträgen. So denn, bis dahin. Tschüss.